darf ich Sie herzlich zu der letzten Session hier begrüßen, zum Höhepunkt sozusagen von dieser Beschaffungskonferenz, und zwar diese Podiumsgespräch zum Thema Transparenz, Chancen und Grenzen im Beschaffungswesen. Das ist von dem her ein wichtiges Thema. Wir haben es schon heute Morgen gehört und dürfen es jetzt nochmal quasi im Dialog hier, aber dann auch mit Ihnen als Teilnehmer der Konferenz vertiefen. Ich darf heute herzlich begrüßen Adrian Lopsiger, der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Er ist extra für dieses Panel da angereist. Dann wiederum da ist Regula Ritz. Vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, für entsprechend diese politische Perspektive einzubringen. Anja Niefenegger, sie ist als Beraterin, Expertin im Beschaffungswesen tätig und kann da quasi aus ihrer Erfahrung berichten, wie sie öffentliche Stellen unterstützt und was das eben auch für Auswirkungen hat. Und last but not least, Thomas Fischer vom KAIO, einerseits vom Kanton Bern. Er ist in dem Sinn Beschaffungsexperte, Dozent und eben auch Präsident der Beschaffungskonferenz des Kantons Bern, also als Beschaffungsstelle hier sehr gut informiert. Gut, ich habe mich mit den Teilnehmern des Podiums unterhalten und ich denke am Anfang, wenn wir jetzt so einsteigen, diese Diskussion Transparenz, Chancen und so weiter, ist es vielleicht noch interessant mal zu hören, ja, was verstehen wir überhaupt unter diesem Begriff Transparenz im Beschaffungswesen? Weil ich denke, alle von uns haben ein gewisses Verständnis, aber ich zumindest bin mir manchmal nicht sicher, ob, wenn man von Transparenz redet, redet man von transparenten Beschaffungsregeln, die am Anfang in einer Ausschreibung transparent dargelegt sein müssen. Oder redet man von Transparenz des Zuschlags, quasi wer kriegt für was, wie viel Geld? Oder vielleicht gibt es auch ganz andere Verständnisse. Von dem her, als der Hüter der Transparenz sozusagen, des Öffentlichkeitsgesetzes, darf ich dir mal als erstes das Mikrofon geben und bin gespannt, dein Verständnis von Transparenz. Ja, vielen Dank. Also Transparenz zunächst einmal befindet sich im Gesetz. Im Gesetz ist die Gebrauchsanweisung, wie die Verwaltung zu arbeiten hat, und dann im konkreten Einzelfall verfügt sie. Und wenn sie verfügt hat, dann steht natürlich, was sie verfügt hat, in der Verfügung. Und was jetzt als Zusätzliches an Transparenz hinzukommt durch das Öffentlichkeitsprinzip, das ist, dass der Bürger und die Bürgerin nachvollziehen können muss, wie die Verwaltung im konkreten Fall zu ihrer Entscheidung gelangt ist. Und diese Nachvollziehbarkeit wird dadurch hergestellt, dass die Bürger Einsicht, Zugang in die Akten, in die Dokumente erhalten, die eben Ausdruck dafür sind, wie die Verwaltung ihre Willensbildung vorgenommen hat und wie eben dieser Entscheid entstanden ist. Mhm. Vielen Dank. Das ist sicher mal so das, was man auch dem Öffentlichkeitsprinzip kennt. In der Politik, wie ist da so das Verständnis von Transparenz oder auch der Anspruch dafür? Ja, das ist natürlich in jedem Bereich unterschiedlich, aber wenn wir jetzt von den Beschaffungen reden, dann ist für mich die Transparenz die Voraussetzung für Vertrauen, und Vertrauen ist die Voraussetzung für gute Beschaffungsprozesse. Und deshalb ist es wichtig, das ist auch in den Gesetzen so festgelegt, dass natürlich alles, was öffentlich vergeben wird, dass das transparent ausgeschrieben wird oder dass es sichtbar ist. Und das ist ja zum Beispiel das Problem mit freihändigen Vergaben, die dann für einen Teil der Anbieter nicht sichtbar sind, und dort muss man eben auch dann auch mit Statistiken im Nachhinein auch noch Transparenz schaffen. Transparent muss sein, was die Anforderungen sind an Beschaffungen, was die Zuschlagskriterien sind und so weiter, damit eben der Wettbewerb der Anbieter auch gut funktionieren kann. Und das, was heute oft quasi krisenhaft unter Transparenz verstanden wird, nämlich auch mit dieser Diskussion um die Einschränkung des Öffentlichkeitsgesetzes, dort geht es darum, dass sich Anbieter fürchten davon, dass ihre Geschäftsgeheimnisse oder ihre Kalkulationsgrundsätze plötzlich verraten werden. Und darum geht es selbstverständlich nicht. Es geht, im Fokus steht ja immer der Beschaffer, die Beschafferin, die Auslöserin von Beschaffungen, also in diesem Sinn jetzt die öffentliche Hand. Und diese müssen transparent machen, was sie wollen und warum sie dann einen Auftrag, eine Dienstleistung jemandem auch vergeben. Und ich glaube, da gibt es oft Missverständnisse. Also es geht
wirklich um den Prozess. Es geht aber niemals um quasi die intellektuellen Leistungen, die gebracht wurden, um eine Offerte zu machen. Das muss dann der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Das steht auch mehrfach im Beschaffungsgesetz drin und wird auch in Zukunft drinstehen. Sehr gut. Vielen Dank für diese Prognose, was im Beschaffungsgesetz drinstehen wird. Wir haben ja gehört, dass es ja schon noch einiges zu diskutieren gibt. Anja Niefenegger, wie bist du mit Transparenz quasi in Berührung gekommen in deiner Beratungskarriere? Was hast du da für Beispiele vielleicht auch, wie du nennen kannst? Oder was ist dein Verständnis von Transparenz? Also, wenn ich tätig bin, bin ich als externe Beraterin innerhalb der Bundesverwaltung tätig. Ich werde engagiert, wenn es eine öffentliche Beschaffung gibt und die Ämter keine Kapazität oder kein Know-how haben, um diese durchzuführen, dann werde ich engagiert. Und schon einmal als externe Beraterin muss ich aufpassen, dass ich sauber arbeite und transparent arbeite. Und von dem her sehe ich auch den Prozess dort als Hauptbestandteil. Wirklich dort sauber und transparent und zu arbeiten, damit man auch im Anschluss, wenn es eben Anfragen gibt, dass man etwas offenlegen soll, dass man die Unterlagen offenlegen kann und es nachvollziehbar ist. Und das ist eigentlich mein Grundsatz, so arbeite ich und bisher hat es sich so bewährt. Also Transparenz in beiden Richtungen, bei den Unterlagen und eben auch bei dem Zuschlag, jetzt, was die Kriterien angeht. Genau. Thomas Fischer, du hast eben viele Beschaffungen, auch Freihänder, die du bei dir im Kanton Bern in dem Sinn vergibst. Wie gehst du mit so Beschaffung, mit Transparenz um jetzt zum Thema von diesem Beschaffungsrecht? Also was ist dein Verständnis von Beschaffungstransparenz? Ich muss vorausschicken, dass ich ja nicht für die Behörden des Kantons Bern sprechen kann, sondern nur meine eigene Meinung vertreten. Das ist der juristische Vorschub. Transparenz im Beschaffungswesen bedeutet, dass die Öffentlichkeit und die Verfahrensbeteiligten nachvollziehen können, wieso der Staat zu seinem Beschaffungsentscheid gelangt ist. Sie hat eine legitimitätsstiftende Funktion, weil sie das Vertrauen der Verfahrensbeteiligten, der Wirtschaft und der Öffentlichkeit darin stiftet, dass der Staat mit dem Steuergeld richtig umgeht und ihr Verfahren fair durchführt. Und sie hat auch eine disziplinierende Funktion, denn die Amerikaner sagen, Sunlight is the best disinfectant, also wo Sonnenlicht ist, da werden sich auch die Staatsangestellten vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben, die Vorschriften einzuhalten und es auch richtig zu dokumentieren. Okay, also von dem her auch so ein ähnliches Verständnis wie Adrian Lopsiger, eben dass transparente Behördenhandeln eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht nochmal jetzt, du hast dich ja jetzt ein paar Mal auch politisch eben äußern müssen. Was war da quasi die Frage oder was spricht gegen Öffentlichkeitsgesetz im Beschaffungswesen, jetzt, um mal ganz konkret das Kind beim Namen zu nennen? Also gibt es da gute Gründe, die du jetzt auch verstehen kannst, wieso jetzt der Bundesrat da gegen dieses Öffentlichkeitsprinzip ist? Nun, es gibt keinen einzigen. Das wurde bereits von Frau Rietz gesagt. Das Öffentlichkeitsgesetz schließt materiell aus, dass Geschäftsgeheimnisse, dass Kalkulationsgeheimnisse verraten werden. Es geht eben gerade nicht darum, mit dem Öffentlichkeitsgesetz an Personendaten heranzukommen. Und das ist vom Gesetzgeber einmal materiell ausgeschlossen. Aber darüber hinaus hat der Gesetzgeber ja auch als Mediator in dieser Sache, wenn es eben zu Streitigkeiten kommt zwischen demjenigen Journalisten oder Einzelbürger, der die Öffentlichkeit vertritt und der Verwaltung, hat ja der Gesetzgeber einen Mediator gewählt, der zwei Seelen in der Brust hat. Ich bin ja nicht nur als Öffentlichkeitsbeauftragter der Transparenz verbunden, sondern als Datenschützer schlägt mein Herz ja natürlich auch für den Schutz der Personendaten und damit auch für den Schutz der Geschäftsgeheimnisse und Kalkulationsgeheimnisse und so weiter. Also mein tägliches Brot ist es ja gerade in diesen Schlichtungen eben darauf hinzuwirken, dass man zwar der Öffentlichkeit ihre
ihre Dokumente gibt, aber dass man dann eben die Geheimnisse, die Personendaten abdeckt. Das kann ich Ihnen sagen, das funktioniert. Wir machen seit dem 1. Januar auch zu 90% mündliche Schlichtungen und ich bin heute über 50% bei einvernehmlichen Lösungen. Dieses Gesetz muss nicht revidiert werden. Okay, du nickst. Das ist auch die politische Meinung, nehme ich an, von dir. Also von mir sicher. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das dann im Parlament abspielen wird. Eben the license to change. Also man kann noch vieles ändern, man muss das auch ändern. Das ist sicher ein Teil dieser ganzen Diskussion, bei der ich mich auch persönlich engagieren werde, damit man jetzt nicht das Öffentlichkeitsgesetz anknabbert, nur um ein Scheinproblem zu lösen, das eigentlich keins ist. Und wenn man muss sich ja in jedem guten Krimi fragen, wem nützt es, wer steckt dahinter? Und wenn man es genau anschaut, dann sieht man, es kommt eigentlich aus dem Bereich des VBS, also Rüstungsbeschaffungen werden zum Beispiel als besonders heikel angeschaut. Aber für Rüstungsbeschaffungen gibt es im Beschaffungsrecht schon ganz viele Ausnahmetatbestände. Zum Beispiel sind freihändige Vergaben dort sehr häufig und gebräuchlich. Also weil man sagt, da ist so virulente und empfindliche und verletzliche Infrastruktur betroffen und so schwierige Prozesse, das kann man nicht öffentlich schon nur in der Ausschreibung zeigen, was man da genau sucht. Kann allerdings auch schief gehen, wie beim letzten Versuch einer Flugzeugbeschaffung. Also am Schluss will die Öffentlichkeit dann doch wissen, warum wird etwas beschafft, zu welchem Preis. Und im Fokus stehen dort weniger die Anbieter, sondern eben die politischen Köpfe. Und ich denke, das können deshalb die Anbieter auch entspannt zurücklehnen. Es sind selten Sie auch jetzt bei dieser langen Liste, die ich heute Morgen gezeigt habe, mit den IT-Millionengräbern des Bundes sind ja selten die Anbieter in der Kritik, sondern es sind die politischen Köpfe, die diese Verfahren am Schluss verantworten müssen. Und ich möchte nicht, deshalb wird das ein großer Kampf sein, jetzt rund um das Beschaffungsrecht, dass die gesamten Beschaffungen und auch IT-Beschaffungen quasi den Status von Rüstungsgeschäften und Kriegsmaterial bekommen. Also ich denke, so weit sind wir nicht. Gut, also ich stelle fest, auf dieser Seite haben wir relativ wenig Verständnis auf die Meinung des Bundesrates, dass man das Öffentlichkeitsgesetz rauskippt. Null Verständnis betont Adrian Lopsiger. Okay, gibt es auf eurer Seite Verständnis, wieso kommt jetzt ein Bundesrat auf die Idee, das Öffentlichkeitsgesetz rauszunehmen? Thomas, du nächst, oder? Sorry. Also du kommst auch. Ich habe durchaus Verständnis, auch wenn man sich über die Lösung im Einzelnen streiten kann. Denn wir müssen daran denken, Transparenz ist das eine, aber als Beschaffungsstelle haben wir vor allem ein Interesse an wirksamen Wettbewerb. Und einen wirksamen Wettbewerb erhalten wir nicht, wenn wir weniger Anbieter haben, weil diese alle Angst haben, dass ihre Geschäftsgeheimnisse, ihre Intellectual Property, die ja verkörpert ist, in den Angeboten auf Abwege gerät und an Konkurrenten gerät. Ich habe heute schon viele Feedbacks von Anbietern und Anbietern, die mir sagen, zu euch komme ich gar nicht, beim Staat mache ich kein Angebot, das Verfahren ist zu lange, zu kompliziert. Und wenn noch ein weiteres Risiko dazukommt, dann haben wir ein echtes Problem, dann können wir nämlich nicht mehr wirtschaftlich beschaffen. Aus meiner Sicht gilt es darum, eine Lösung zu finden, die den Schutz der Geschäftsgeheimnisse der Anbieter sicherstellt, ohne das legitime Transparenzinteresse der Öffentlichkeit am staatlichen Handeln zu unterminieren. Okay, ja. Also das heißt, in dem Sinn hast du Verständnis, dass man jetzt dieses Öffentlichkeitsgesetz versucht rauszunehmen aus dem neuen Beschaffungsgesetz. Ich habe Verständnis für das Bedenken, für das Anliegen, das da hinten steht. Ich würde aber hinterfragen, ob die Lösung, die es darin besteht, das Öffentlichkeitsprinzip völlig auszuklappern, die richtige Lösung ist. Okay, vielen Dank für die Präzisierung. Anja, was ist deine Meinung dazu? Also meine Meinung geht in die ähnliche Richtung von Herrn Fischer und auch das, was wir heute Morgen gehört haben, wie sich dieses Beschaffungsgesetz verändern soll, dass mehr Dialogverfahren oder mehr Wettbewerb mit innovativen Ansätzen mit reinkommen soll. Und ich denke, wenn sich dort Anbieter dann wirklich engagieren und ihre Innovation mit einbringen, müssen diese Lieferanten wirklich auch geschützt werden, dass diese neuen Lösungen unter Vertraulichkeit gehandhabt werden und nicht weitergehen. Und ich denke, vielleicht ist es auch noch eine Herausforderung, dieses neue Beschaffungsgesetz den Lieferanten auch so weit klarzumachen, dass sie eben verstehen, dass wenn jemand
von diesem Öffentlichkeitsrecht Gebrauch macht, dass diese Geschäftsgeheimnisse und die Personaldaten etc. etc., dass diese geschwärzt werden und dass diese nicht rausgegeben werden. Auf der anderen Seite ist zu fragen, wenn man das dann alles schwärzt und das, wenn das dann so ein Lückentext ist, welche Mehrinformation ist es, als das, was man auf dem CIMAP selber herunterladen kann? Und was für ein Mehraufwand generiert diese Arbeit, alles zu schwärzen und wirklich sicher zu sein, dass keine Geheimnisse rausgegeben werden bei den Beschaffungsstellen oder das BBL, wenn sie solche Anfragen bekommen, dass wirklich diese Anfrage bearbeitet wird und das stufenweise rauf eskaliert wird, in Anführungszeichen, bis zum Direktor, bis es dann rausgegeben werden kann. Diesen Mehraufwand sollte man vielleicht auch mal berücksichtigen. Also du hast vor allem Angst, dass die Verwaltung bemüht wird mit solchen Anfragen. Regula? Ja gut, Herr Lopsige kann dann noch sagen, wie oft das er wirklich beübt wird in solchen Fragen, weil ich denke, da wird jetzt auch so ein bisschen eine Befürchtung aufgebaut, die von der Dimension her überhaupt nicht stimmt. Das sind ja Eskalationsinstrumente. Und ich habe morgen gezeigt, ich war politisch für viele, viele, viele Beschaffungen zuständig, kleine, große, alles Mögliche. Und ich glaube, in der ganzen Zeit, in der ich 8 Jahre lang, hatten wir etwa 4 Beschwerden überhaupt und in ganz kleinen Bereichen. Also es ging so um Möhrchen letztlich. Und wir haben immer gewonnen. Und das heißt, wir haben wirklich das Verfahren sauber und transparent durchgeführt. Also es passiert ja ganz selten. Und das sind Instrumente für ganz sensible Situationen. Also wenn ich jetzt, ich erfinde mal was, Rüstungsbeschaffung, Sie erinnern sich an die letzte Flugzeugbeschaffungsversuch, wenn jetzt zum Beispiel Parlamentarier, die in Kommissionen sind, da fast alle halbe Jahre mal nach Schweden eingeladen werden von einer Firma und so weiter, fangen sich vielleicht Journalistinnen, Journalisten an zu interessieren, ja, wie läuft dieses Verfahren, weiß man da etwas dazu, ist das vielleicht heikel, wollen wir mal hinschauen, und dann gehen sie, wenn sie nichts bekommen oder nicht das bekommen, was sie wollen, im Notfall dann zu Herrn Lopsiger. Und der wird ihnen dann erklären, was sie haben können, was nicht, der wird das sorgfältig prüfen. Also es sind wirklich Eskalationsinstrumente. Und von daher denke ich auch, man muss genau aufzeigen, was steht alles sonst noch im Gesetz, zum Beispiel Artikel 11, jetzt dann steht zum Beispiel bei den Verfahrensgrundsätzen drin, dass die bei den Vergabe von öffentlichen Aufträgen die Auftraggeberin den vertraulichen Charakter der Angaben der Anbieterinnen wahrt. Das steht so im Gesetz, das müssen sie machen. Und das finde ich ganz wichtig, das gibt dann noch ganz viele andere, ich verzichte jetzt darauf, Ihnen alles vorzulesen, wo die Anbieter geschützt werden, aber es auf den verschiedensten Ebenen auch der Beschwerdeverfahren sind, ist der Schutz der Vertraulichkeit von diesen persönlichen Daten, von Geschäftsgeheimnissen, ist gewährleistet. Und was hier diskutiert wird im Rahmen des Öffentlichkeitsgesetzes, dort geht es wirklich um vermutete Korruption zum Beispiel, und das sind vor allem politische Verfahren. Ja, und wenn Sie sagen, der Herr Lopsiger, der schlichtet das, dann muss ich sagen, es gab vorher 10 Jahre den Herrn Thür, und der Herr Thür hatte genau einen Fall mit Beschaffungen, und ich hatte genau 2 Fälle. Also die Beschaffungen sind nicht irgendwie das große Monsterproblem. Ich glaube aber, es geht etwas um etwas anderes, nicht wahr? Sie haben die Einschwärzungen genannt, es geht natürlich bei diesen Zugangsgesuchen muss natürlich die Verwaltung etwas denken, oder? Sie muss sich auch überlegen, welche Interessen sind im Spiel. Sie muss die Akten noch einmal durchschauen. Und das ist mühsam. Ich gebe zu, das gibt einen Aufwand. Aber meine Damen und Herren, der Staat ist ein Service public, und wenn der Gesetzgeber sagt, wir wollen einen Zugang der Öffentlichkeit, dann müssen sich meines Erachtens die Leute aus der Verwaltung anschicken, hier den Service public zu leisten und halt diese Aufgabe, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Und ich meine, all die Argumente im CIMA,
haben wir den Entscheid. Aber es geht nicht um den Entscheid, es geht um die Nachvollziehbarkeit des Entscheides. Ja. Drum das Argument im SIMA seien Informationen, das hat nichts, das ist ein anderes Bedürfnis, das dort abgedeckt wird. Oder die Rüstung. Ich meine, da wird gesagt, da wurde gesagt, ja, wir haben ein Problem mit den Rüstungslieferanten aus den USA, wenn die wissen, dass da noch so ein Transparenzproblem ist in der Schweiz. Meine Damen und Herren, das Transparenzanliegen kommt aus den USA. Schauen Sie mal, der Herr Trump, der muss für alles die Hosen runterlassen, der muss genau sagen, wie viel es kostet, wenn er mit seinen Leuten eine Hotelübernachtung macht. Das wird alles herausverlangt. Die US-Rüstungsindustrie ist sich das gewohnt, dass sie in der Heimat diese Auskünfte geben muss. Also, wir haben kein Problem. Es gibt wirklich, ich kann Ihnen sagen, es wird in meinem Alltag werden diese Probleme gelöst. Und noch etwas, wenn ich jetzt noch irgendwie völlig verblendet wäre und Geschäftsgeheimnisse preisgeben würde in einem Einzelfall, wo ich es nicht sehe. Ich kann niemanden zwingen, diese Geschäftsgeheimnisse preiszugeben. Die betroffenen Firmen können die Entscheidung der Verwaltung anfechten und erst wenn ein rechtskräftiges Urteil letztinstanzlich des Bundesgerichtes in Lausanne vorliegt, müssen diese Unterlagen herausgegeben werden. Also da haben wir auch einiges an Filter für, also gegen allfällige Fehlentscheide. Vielen Dank. Thomas, du hast vorhin im Vorgespräch erwähnt, also so das Prinzip der Transparenz für behördliches Arbeiten und Vertraulichkeit für die Unterlagen der Privaten. Was meinst du damit? Also kannst du das erläutern? Ich glaube, wir sind uns hier die meisten einig, dass was den Staat betrifft, Transparenz herrschen sollte und was die Rechtsposition, die Geschäftsgeheimnisse der Anbieter betrifft, Vertraulichkeit herrschen sollte. Die praktische Schwierigkeit ist, wie man diese voneinander trennen kann, denn viele Unterlagen betreffen beide Aspekte. Und wenn man das seriös machen will, dann bin ich bei Herrn Lobsiger, dann muss man sich das einzeln anschauen, man sich eben die Mühe geben, die Unterlagen zu schwärzen und zu prüfen und im Einzelfall zu entscheiden. Ich bin aber der Meinung, der Staat ist schon ein Service Public, aber er ist nicht ein Gratis-Service Public. Ich finde die Lösung gut, die wir heute im Kanton Bern haben, wo sehr aufwendige Öffentlichkeitsgesuche mit Gebühren verrechnet werden können. Nicht übertriebene Gebühren, aber einigermaßen kostendeckende. Das stellt sicher, dass nur in wirklich wichtigen Fällen ein solcher Aufwand betrieben werden muss. Hast du schon mal erlebt, dass auch, also klar, man muss ja nicht begründen, wieso man eine Öffentlichkeitsanfrage macht, aber wie könnte es dennoch dieses Öffentlichkeitsgesetz missbraucht werden von Konkurrenten, die die Preise von den anderen Anbietern rauslesen wollen oder sowas in der Art? Also das Potenzial besteht natürlich, denn die Unterlagen, die Anbieter einreichen im Beschaffungsverfahren, die enthalten vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse, Absichten über die Produktentwicklung beispielsweise, Informationen über finanzielle Situation des Unternehmens, die geheim gehalten werden müssen. Und das muss der Staat auch sicherstellen. Die Herausforderung ist jetzt eben auch für den Staat, bei einem solchen Gesuch die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. In der Realität wird das aber auch dadurch geschehen, dass die betroffene Unternehmung Stellung nehmen kann und sagen kann, aus meiner Sicht sind die und die Stellen sensibel. Und das erleichtert dem Staat dann auch die Arbeit bei der Triage. Okay, also wir haben gehört jetzt aus verschiedenen Perspektiven, oder Sie möchten noch was anfügen? Genau. Ja, also das Beschaffungsrecht ist natürlich gerade das schlechte Beispiel für Sie. Wenn Sie natürlich schauen, wo der Wettbewerb ausgehebelt wird, dann ist es gerade im Beschaffungsrecht, wo die Firmen betrügen. Wenn Sie die SECO-Geschichte anschauen, dort wurde ja gerade das Beschaffungswesen missbraucht, um den Wettbewerb einzuschränken. Und das ist ja genau das, was mit dem Öffentlichkeitsgesetz, das hier damals dazu geführt hat, dass die ganze Geschichte im SECO aufgeflogen ist. Da sehen Sie ja gerade, dass das Öffentlichkeitsgesetz hier den Wettbewerb wiederhergestellt hat.
und dann auch eben gezeigt hat, dass die Verantwortlichen, die den Wettbewerb gestört haben, dann auch an die Kasse gekommen sind. Wenn wir jetzt das aushebeln wollen, meine Damen und Herren, dann haben wir genau den gegenteiligen Effekt, dass wieder die Möglichkeit besteht, dass eben dann gewisse Mauscheleien versucht werden können, vielleicht eher riskiert werden, weil man weiß, die Öffentlichkeit kann ja nicht mehr nach dem Verfahren Zugriff nehmen auf die Dokumente. Also es wäre wirklich so eine Einladung für korruptes Verhalten, auch wenn es das entkoppelt wird. Ich habe es gesagt, zurück in die Steinzeit. Ja. Gut, Antike, genau, haben wir auch gehört. Jetzt habe ich noch ganz viele Fragen aufgeschrieben und die werde ich auch gerne stellen, außer natürlich, Sie haben noch Fragen oder Kommentare. Was mich zum Beispiel noch sehr interessieren würde, wenn wir jetzt hier so die ganze versammelte Beschaffungs-Community der Schweiz haben, also mindestens im IT-Bereich, haben Sie selber schon so Erfahrungen gemacht mit dem Öffentlichkeitsgesetz? Haben Sie als Beschaffungsstelle schon jemals eine Anfrage gekriegt über das Öffentlichkeitsprinzip? Oder haben Sie als Anbieter schon mal so eine Anfrage gestellt? Oder gibt es irgendwelche empirische Erlebnisse zu dem Thema? Oder bewegen wir uns hier im luftfreien Raum, luftleeren Raum? Gibt es da? Ja, genau. Michel Wissou. Ja, guten Abend. Je vais parler en allemand. Je m'excuse auprès des 17 romans qui sont écrits et qui sont pas encore partis. Also werde ich Deutsch sprechen. Ja, also die Finanzkontrolle ist sehr für Transparenz in den Beschaffungsbereich. Es gab da gewisse Stellungnahmen, die missverstanden worden sind, aber wir sind voll für die Transparenz, von daher wir sind mit Herrn Lopsiger einverstanden. Was wir irgendwie, wir suchen eine Lösung und Sie sind die Spezialist von Beschaffungsrecht. Was uns stört, ist die ganze Verkauf. Die andere Seite der Beschaffung, ich spreche immer von Einkauf des Bundes, der öffentlichen Hand, aber wir haben sehr oft Verkauf von Liegenschaft, wir haben Konzessionerteilungen und so weiter, wo eigentlich, wir würden sehr begrüßen, eine gewisse Transparenz. Die Transparenz, die wir im Beschaffungsrecht heute kennen, leider, man spricht nur von Einkauf und nicht von Verkauf. Das heißt, wenn die Zolldienstwohnung oder wenn VBS, Liegenschaft, Festung und so weiter, das ist gar nicht ausgeschrieben, es ist nicht transparent, wer für wie viel gekauft hat und so weiter. Und gibt es nicht da auch vielleicht etwas? Ich weiß nicht, ob den Weg über Parlament oder was könnte die Lösung sein? Okay, also der Verkauf von Liegenschaften, aber das läuft nicht unter dem Beschaffungsgesetz, oder? Nein. Nehme ich an, unter dem Verkaufsgesetz. Gibt es dann? Ich kann nicht mehr was dazu sagen. Ja. Also ich finde es eine wichtige Bemerkung, weil das ist ja auch öffentliches Vermögen. Also wird einerseits eingesetzt jetzt in einen Beschaffungsprozess, um eine Dienstleistung einzukaufen, um eine Ware einzukaufen, eine Maschine einzukaufen. Aber öffentliches Vermögen wird auch desinvestiert. Also wir hatten in der Stadt Bern gerade einen großen Skandal um den Verkauf der Alkoholverwaltungsliegenschaften. Und die wurden zu Höchstpreis an eine Firma verkauft, die dort aus meiner Sicht etwas machen will, was nicht unbedingt nachgefragt wird auf dem Markt. Jetzt kann man sagen, selbe Schuld, aber es ist eigentlich öffentliches Vermögen. Das ist nicht eine Beschaffung, aber es stimmt, man sollte für solche Situationen auch Regeln definieren, damit alle, die gute Ideen haben, Innovation haben Sie heute sehr oft erwähnt, innovative Ideen haben, langfristig nachhaltige Ideen haben, damit die auch die Möglichkeiten hätten, einer solchen Desinvestition einen Zuschlag zu bekommen und dort damit auch Geld zu verdienen, vielleicht dann nicht unbedingt große Renditen zu erzielen, sondern einen öffentlichen Nutzen auch zu erzielen. Also finde ich eine wichtige Geschichte, sozusagen die andere Seite der Medaille. Sehr gerne, ja. Also es gibt ganz viele wichtige Situationen, es gibt ganz viele sensible Geschäftsbereiche, wo heikle Entscheidungen gefällt werden müssen, geht hier jetzt der
Öffentlichkeitsanspruch vor oder ist hier das Kalkulationsgeheimnis oder auch zum Beispiel außenpolitische Interessen die Vorgehen des Staates? Aber meine Damen und Herren, wir haben hier eine Einzelfallentscheidung und es geht doch nicht an, dass wir jedes Mal nach dem Gesetzgeber schreien, wenn wir einen Einzelfall begegnen, der uns nicht passt. Für das gibt es einen Rechtsweg, für das gibt es zwei Instanzen bis nach Lausanne. Und ich meine, gerade wenn man vom Effizienzgedanken ausgeht, dann sollte man doch nicht immer nach Regulierung schreien. Wir haben hier eine Einzelfallwelt, die oft heikel ist. Wir haben einen Mediator und wenn man meine Empfehlungen nicht mag, dann gibt es noch zwei Gerichte, weshalb immer nach dem Gesetzgeber schreien. Okay, das bringt mich zu der Frage langsam, gibt es überhaupt jemanden, der sich jetzt quasi für die Meinung des Bundesrates aussprechen möchte? Weil irgendwie einerseits haben wir, also politisiert der Bundesrat am Volk vorbei oder gibt es da irgendwelche Kritik, die gegen das Öffentlichkeitsgesetz, Öffentlichkeitsprinzip im Beschaffungswesen spricht? Ich wäre wirklich noch interessiert an einer Stellungnahme. Genau, wir haben da noch eine, ich gebe schon das Mikro, eine Frage. Wurde vielleicht eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht für Öffentlichkeitsgesetz? Ja, nein. Ja, eine Kosten-Nutzen-Analyse für sowas? Ja, die wurde gemacht. Wir haben eine Evaluation gemacht. Das Öffentlichkeitsgesetz war letzten Herbst 10 Jahre in Kraft. Und die Kosten-Nutzen-Analyse hat eines gezeigt, die Verfahren, insbesondere die schriftlichen Schlichtungsverfahren waren am Anfang nötig, um Rechtssicherheit zu schaffen. Bei einem neuen Gesetz hat es dieser Schlichtungsprozess dazu beigetragen, dass die Gerichte dann auch eine gefestigte Rechtsprechung entwickeln können. Aber nach 10 Jahren mussten wir aufgrund dieser Evaluation, musste ich entscheiden, jetzt haben wir diese Rechtssicherheit, wir haben jetzt den Rahmen und jetzt gehen wir über zu mündlichen Schlichtungen. Und ich kann Ihnen sagen, wir konnten die Rückstände abbauen, wir konnten die Verfahren im Faktor 5 beschleunigen und wir haben heute, was mich vor allem freut, wir haben heute eine deutlich über 50% liegende Rate, wo sich eben Verwaltung und Öffentlichkeit einvernehmlich zu Lösungen zusammenfinden. Und ich glaube, das ist vor allem auch zu berücksichtigen. Viel Kritik vielleicht auch, die auf Seiten eben der Verwaltung sich aufgestaut hat, bezieht sich vielleicht auch auf eine Situation, die gar nicht mehr besteht heute, weil wir eben heute auch, das ist keine Kritik übrigens an meinem Vorgänger, der musste diese schriftlichen Verfahren machen, es war eine andere Zeit, aber man muss berücksichtigen, wir haben jetzt die Möglichkeit, aufgrund dieser reichhaltigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hier einfacher, schneller und summarischer und auch konsensueller vorzugehen. Danke, das ist sicher auch ein interessanter Aspekt, dass es ein bisschen mehr Übung gibt, quasi in der Anwendung des Öffentlichkeitsprinzips. Also vielleicht kann man die Frage auch noch erweitern und man könnte auch die Frage stellen, lohnt sich denn überhaupt lohnen sich diese Beschaffungen, Kosten, Nutzen, Fragen für diese Beschaffungen, da werden ganze riesige Beschaffungsstellen beschäftigt, die Verwaltung ist beschäftigt, man versucht möglichst lupenrein diese Beschaffungen durchzuführen, weil jedes Problem ist auch ein politisches Problem. Lohnt es sich? Lohnen sich auch diese man kann sagen, tiefen Schwellenwerte oder nicht? Also kann man sich immer wieder fragen. Und ich bin wirklich überzeugt, dass es sich lohnt. Man könnte ja auch die Haltung vertreten, eine Gemeinde, der Bund sind so riesige Nachfrager, Konsumenten, die können die Märkte eigentlich bestimmen, die können die Preise drücken, die können sagen, wenn du mir das lieferst in diesem Umfang, dann machst du aber diesen Preis. Eigentlich wäre das vielleicht sogar günstiger, kurzfristig. Aber ich denke, es wäre volkswirtschaftlich nicht besser. Also es ist wirklich wichtig, dass wir den Wettbewerb
fördern, dass wir Korruption vermeiden. Das kostet etwas, Korruption zu vermeiden. Es wurde schon in der Antike versucht. Und was ich festgestellt habe bei unseren Prozessen, wenn es eingeschliffen ist, zum Beispiel im Baubereich, dort ist es wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten, läuft dieses Beschaffungsverfahren. Wir haben ganz wenig Beschwerden, wenig Probleme. Und bei neuen Bereichen, wir haben dann im Abfallbereich zum Beispiel angefangen, nicht hoheitliche Aufträge zu erteilen, sondern auch Beschaffungen aufzulösen. Dort hatten wir am Anfang noch mehr Friktionen und mussten das System einspielen, ein bisschen ähnlich wie jetzt beim Öffentlichkeitsgesetz. Und wenn es dann mal eingespielt ist, wenn die Verfahren sauber gemacht werden, wenn das Vertrauen da ist, dann kostet das auch nicht mehr so viel. Aber es braucht eine Anfangsinvestition, wie fast überall. Okay, vielen Dank für diese Überlegungen. Gibt es weitere Fragen? Genau, da oben haben wir noch jemanden. Ich möchte als ein Gedankenspiel, als Anregung einwerfen. Wenn ich jetzt der Bundesrat wäre und ich hätte jetzt diese Botschaft verabschiedet über die Revision des Beschaffungsrechts. Und ich möchte eigentlich, dass die Botschaft so durchkommt. Ich möchte keine öffentliche Diskussion vorab, bevor es im Parlament diskutiert wird, über diese heiklen Punkte, die es doch auch gibt. Dann würde ich zum Beispiel noch sagen, dass das Öffentlichkeitsrecht ausgeschaltet werden sollte. Weil das ist, was ich hier wahrnehme. Ich sehe nur öffentliche Diskussionen über das Öffentlichkeitsrecht, das ausgeschaltet wird, und nicht über die anderen Punkte, die in dieser Revision drin sind. Das finde ich schade und ich hoffe, das wird sich noch ändern im Verlauf der Diskussion. Dann sicher auch im Parlament, das hoffe ich stark. Also wir sind quasi manipuliert worden jetzt da. Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für diesen Beitrag, weil das war eigentlich auch mein Votum. Warum kommt dieser Punkt in das Gesetz rein? Also wie es scheint, sind wir uns ja einig, dass das Öffentlichkeitsrecht bestehen bleiben soll. Und es gibt, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, 64 andere oder jetzt nur noch 63 andere Gesetzesartikelanpassungen. Und so wie wir heute Morgen gehört haben, gibt es ja sehr viele Verbesserungen, wo man wirklich sagen kann, ja, es ist gut, man hat Erfahrungen gesammelt mit diesem Beschaffungsgesetz. Wahrscheinlich braucht es Anpassungen. Diese Anpassungen sind jetzt nötig. Es ist Zeit, das zu machen. Und wie kommt dieser Artikel, diese Veränderung des Artikels des Öffentlichkeitsrechts in dieses neue Gesetz mit rein? Haben Sie eine Erklärung dafür? Also man hat ja gehört, die Rüstungsindustrie sollte es ja nicht sein, weil diese Daten sind ja geschützt, die kommen nicht nach draußen, die sollten nicht veröffentlicht werden. Personendaten sind scheinbar auch geschützt. Also wo liegt der Grund, warum wird das verändert? Oder warum soll es verändert werden? So eine Ahnung, wie das reinkam? Nein, ich weiß nicht, ich meine, da müssten Sie ein Mitglied des Siebner Gremiums fragen. Tatsache ist einfach, es ist hineingerutscht und wenn man das hätte in der Medienmitteilung oder irgendwo prominent lesen können, dann hätte ich auch nicht einen speziellen Anlass gehabt, auf diesen heiklen Punkt aufmerksam zu machen. Es ist einfach wichtig, meine Damen und Herren, dass wir eine kontradiktorische Diskussion führen, wenn so ein wichtiger Punkt kommt, weil es sind da nicht Wetterdaten, oder? Das ist ein zentrales Gesetz. Und letztlich ist es ja nicht wichtig, jetzt hier Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, ob das jetzt eher eine Panne oder was auch immer war. Es ist Schnee von gestern. Mhm. Wichtig ist jetzt, dass wir in der parlamentarischen Phase hier noch einmal fair die Argumente
Pro und Contra auslegen und dann wird das Parlament sicher eine weise Entscheidung treffen. Und die anderen Punkte, da gebe ich Ihnen recht, was all die Verbesserungen im Beschaffungsrecht anbelangt, da mische ich mich nicht ein. Im Gegenteil, da bin ich natürlich auch froh, wenn dort Verbesserungen, auch Harmonisierung und so weiter stattfinden. Da will ich mich überhaupt nicht irgendwie hineinmischen. Also du hast noch erwähnt, eben, du hast dich quasi eingeschalten, weil der Bundesrat das quasi ein bisschen unter dem Deckel behalten wollte. Und Regula Ritz hat das heute Morgen auch gezeigt, es ist ein bisschen versteckt im Gesetz, so in einem Nebensatz, das ganze Gesetz entfällt quasi unter dem Öffentlichkeitsprinzip. Der Bundesrat hat ja dann noch betont, das neue Gesetz erhöht die Transparenz, weil ja künftig alle Zuschläge ab 50.000 Franken schon veröffentlicht werden. Reicht das denn nicht, dass man durch das jetzt entsprechend mehr Transparenz hat? Was würden uns jetzt beispielsweise im Kanton Bern, was würde das bedeuten? Das würde ja auch schon mehr Transparenz schaffen. Kanton Bern sind wir leider technisch noch nicht so weit, diese Transparenz zu schaffen. Wir sind erst jetzt dabei, ein ERP-System, also Enterprise Resource Planning System, zu beschaffen für die Kantonsverwaltung, die uns dann erlauben würde, wenn die Politik das wünscht, eine Liste der Aufträge von über 50.000 Franken zu generieren. Es sind auch immer technische und organisatorische Herausforderungen, die zu lösen sind, wenn solche Geschäftsprozesse digitalisiert und transparent ausgestaltet werden müssen. Aber es ist nicht, ich kann mich da an Lopsig anschließen, nicht dasselbe. Diese Liste der Aufträge gibt gewisse Informationen, aber unter Umständen nicht alle Informationen, die nötig sind, um die Staatstätigkeit nachzuvollziehen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man gut darüber diskutieren kann, wo der Grenznutzen erreicht ist von noch mehr Transparenz und wo der Grenzaufwand für die Durchführung von Öffentlichkeitsverfahren zu hoch wird. Aber diese Diskussion überlasse ich gerne jetzt der Politik. Genau. Regula, das ist noch ein Votum. Ja, nochmal auf die Frage zurückzukommen, sollte man sich nicht auch noch mit anderen Änderungen beschäftigen, die jetzt in diesem Entwurf drin sind? Ich habe heute Morgen ja ein paar aufgelistet, die man auch noch anschauen könnte, also der ganze Bereich Rechtsschutz zum Beispiel, Preisverhandlungen, Rahmenverträge, Freihandvergaben, weitere Ausnahmetatbestände. Ich denke, das ist schon wichtig, dass das auch seriös angeschaut wird, vor allem dann auch noch, was dann in den Verordnungen kommt. Also sehr oft ist ja, Sie kennen das im Leben, liegt der Teufel dann im Detail und diese Details werden ja dann noch auf der Verordnungsstufe zur Umsetzung der Gesetze festgelegt und die sind dann nicht so stark im politischen Prozess sind, da entscheidet nicht das Parlament darüber, manchmal finden Vernehmlassungen dazu statt, also es lohnt sich durchaus noch außerhalb dieses Öffentlichkeitsgesetzes sich damit zu befassen, was da auf uns zukommt an Veränderungen und wo es noch Handlungsspielraum gibt. Es gibt natürlich diesen Bereich der Veto-Anpassung, also da hat man nicht sehr viel Handlungsspielraum, wenn man weiterhin Teil ist dieses Gesamtsystems, aber in der ganzen, im ganzen Bereich der nichtstaatsvertraglichen Regelungen und bei den Harmonisierungen gibt es noch Handlungsspielraum und da gehe ich davon aus, dass wir dann auch im Parlament noch stark von ihren Lobbys beübt werden, wenn es dann soweit ist, dass wir darüber abstimmen, also das wird noch geknetet, das ist noch nicht fertig und deshalb lohnt es sich neben der Öffentlichkeitsfrage natürlich auch die anderen anzuschauen. Gut, gibt es dennoch jetzt zu dieser Öffentlichkeitsfrage noch Fragen, Bemerkungen? Weil ich möchte da möglichst open sein, was das angeht. Sonst eben, also stelle ich fest, hat man weitgehend Konsens, beziehungsweise diese, die sich eben Dissens haben, halt jetzt gerade sich nicht melden möchten. Von dem her finde ich jetzt eine spannende Diskussion. Was mich, oder eben, ja, könnte es auch noch spannender sein, was ich mich gefragt habe, muss ich trotzdem noch auf meine Fragen zurückkommen. Genau, du hast vorhin erklärt noch, du hast schon mal Erfahrung gehabt mit diesem Öffentlichkeitsgesetz. Also was muss man da konkret sich vorstellen, was muss man da schwärzen? Und wenn ich jetzt so eine Frage stellen würde, gib mir da mal die Unterlagen raus, würdest du das einfach so?
machen können? Also ein Gesuch ist schnell gestellt, aber dahinter steckt dann, was wir Juristen genüsslich als Verwaltungsverfahren bezeichnen. Das heißt, es braucht eine Akte, es braucht einen Schriftenwechsel, denn wenn wir einen Stapel von Unterlagen haben, können wir nicht einfach nach Gutdünken das schwärzen, was wir vielleicht für richtig halten, sondern wir müssen auch allen Parteien, allen Unternehmen in diesem Fall, die davon betroffen sein könnten, die Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen. Dann müssen die Stellung nehmen und dann sagen, diese Stellen dürft ihr herausgeben, diese nicht. Dann ist es Aufgabe der Behörde, diese Argumente zu wägen, einen Entscheid zu fällen in Form einer Verfügung, der dann, wie Herr Lobsig auch gesagt hat, bis vor Bundesgericht angefochten werden kann. Also ein Gesuch ist schnell gestellt, aber der Aufwand dahinter darf schon nicht unterschätzt werden. Ja, gerne, ja. Wie läuft also wenn sich jetzt da die meine Gegner nicht so melden, da kann ich schon noch ein kleines B-Moll selber machen. Und da möchte ich vielleicht auch das Votum von Herrn Wissu etwas aufnehmen. Es ist natürlich schon so, dass es manchmal heikle Fragen gibt. Oder? Also, und da kann ich Ihnen schon auch sagen, da habe ich manchmal auch zwei Seelen in der Brust als Datenschutzbeauftragter. Sagen wir jetzt einmal die Entscheidung betreffend der Agenda des Rüstungschefs, die ist natürlich schön, wenn man es vom Öffentlichkeitsprinzip anschaut, oder? Aber da ist natürlich das Bundesgericht schon an die Grenzen dessen gegangen, was man dann auf der anderen Seite wieder mit Bezug auf den Personenschutz, Persönlichkeitsschutz empfindet. Und da muss ich schon sagen, das ist natürlich so, oder? Das gibt schon auch es gibt manchmal auch die Frage, es gibt manchmal eben Geschäftsgeheimnisse und dann gibt es, wenn schon eine öffentliche Diskussion geführt ist, wenn schon gewisse Dinge in der Presse sind, dann gibt es schon heikle Fragen. Also ich möchte hier schon nicht den Eindruck erwecken, dass es immer einfach ist. Und manchmal ist es natürlich eben dann auch nötig, dass halt ein Gericht, das sich dann eben noch mit dem ganzen rechtsstaatlichen Hintergrund in die Tiefe beschäftigt, das noch einmal durchrechnet. Also das, ich meine, dass manchmal mit dem einen oder anderen Öffentlichkeitsentscheid Mühe hat, das kann ich durchaus verstehen. Kannst du das Beispiel noch ganz kurz erläutern? Was war da mit der Agenda des Rüstungschefs? Ja, nicht wahr, dort ist es darum gegangen, dass die Öffentlichkeit gewisse Informationen in Bezug auf die Tätigkeit der ArmaSwiss herausverlangt hat, die Journalisten, und dann war eben auch die Frage, gehört zum Beispiel eben auch die Agenda des Rüstungschefs dazu, und dort war natürlich dann bei der Frage, ob die Persönlichkeitsinteressen des Rüstungschefs als Mensch vorgehen, musste das Gericht sich dann mit der Stellung des Rüstungschefs auseinandersetzen und sagen, wenn seine privaten Termine, die er mit seiner Frau oder Kinder und so weiter, wenn man die abdeckt, was bleibt dann bei einer so hochgestellten Führungspersönlichkeit, die eben auch mit ihrer Ernennung durch den Bundesrat natürlich weiß, dass sie sehr im Öffentlichkeitslicht steht, muss die in Kauf nehmen, dass die anderen Verpflichtungen dann aufgedeckt werden, natürlich dann auch unter Bildung für gewisser Aggregierungen. Es wird natürlich dann nicht gesagt, Treffen mit der Firma so und so von Saudi-Arabien, sondern einfach Treffen mit einer ausländischen Firma. Dort kann man natürlich, das sind Grenzbereiche und dort wird es schwierig, aber ich sage einfach, das kann nicht der Gesetzgeber entscheiden, weil die Lebenswirklichkeit wird immer Fälle bringen, die eben heikel sind und wieder neu sind. Und genau dafür sind ja die Gerichte da, Gesetzgeber, das generell abstrakt politische und die Gerichte im Einzelfall. Ja gut, das denke ich wäre doch ein schönes Schlussfazit von diesem Panel, wo wir leider nicht so viel Dissens hatten, wie ich gewünscht hatte, aber dass man doch in dem Sinn diese verschiedenen Rollen und diese verschiedenen Zuständigkeiten weiterhin auch verstehen kann. Und wir sind natürlich jetzt
umso mehr gespannt, wie das Parlament, wie deine Kolleginnen und Kollegen, ob sie deine Meinung teilen oder eben auch dann plötzlich noch von anderer Seite belobbyiert werden. Das werden wir dann sehen. Und dann auch sehr spannend, was in den Kantonen passiert. Wird dieses nationale Gesetz dann tatsächlich Delgel übernommen oder ja, der Kanton Bern hat da vielleicht auch noch eigene Ideen. Von dem her wird es sicher weiterhin ein Thema bleiben, das Thema öffentliche Beschaffung, insbesondere öffentliche Beschaffung von IT. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Podiumsteilnehmenden und würde jetzt noch ganz kurz noch ein paar letzte Worte ans Publikum wenden. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben.